Buongiorno signor Blessing, le chiedo se sia più complicato affrontare una Lazio che ambisce al quinto posto, che ha interessi di classifica, oppure se lo è stato di più il Verona che era libero di testa, diciamo, contro di voi. Grazie. Er fragt, ob es kompliziert ist, gegen Lazio zu spielen, weil sie wollen ja nach oben zum fünften Platz, oder war das gegen Verona anders, weil Verona hat einen freien Kopf gehabt, die spielen ja nicht um Abstieg oder internationale Plätze. Ich will es mal so sagen, ich glaube, es ist eher wichtig, wie wir in so ein Spiel gehen. Und da muss man ganz klar sagen, wir haben schlecht begonnen in Verona und waren dann nicht so präsent, wie ich mir das gewünscht hätte. Allora ha detto, questo non è decisivo, decisivo è la nostra prestazione, il nostro atteggiamento, perché ha detto il mister a Verona, non è stato l'atteggiamento che desideravo, soprattutto il primo tempo non è stato l'atteggiamento assolutamente che desideravo. Wir haben da einfach von unserer Art und Weise, wie wir spielen wollen, haben wir nicht viel gezeigt, haben Geschenke verteilt und dann ist es natürlich dann auch gegen, ich finde Hellas eine richtig gute Mannschaft und wir haben auch das Spiel ganz klar, finde ich, in der ersten Halbzeit verloren. Dice che chiaramente abbiamo perso questa partita a Verona nel primo tempo. Sicuramente il Verona è una buona squadra, però noi assolutamente non abbiamo fatto quello che sappiamo fare, quello che avevamo fatto nelle partite precedenti, e la partita l'abbiamo persa, come ha detto, nel primo tempo. Aber es ist natürlich jetzt auch so, dass man in der zweiten Halbzeit dann wieder so die Art und Weise, wie wir spielen wollen, dann mehr auf den Platz gebracht haben, aber wir haben natürlich dann auch wieder dieses 0-1 dann aufholen müssen und waren dann aber besser im Spiel. Und das darf uns einfach in der jetzigen Situation auch nicht passieren, dass wir so ein bisschen schläfrig wirken und nicht so den Zugriff haben. Und, Ma è chiaro che nel secondo tempo abbiamo ben reagito e abbiamo giocato molto meglio, fatto le cose come le dovevamo fare. E abbiamo avuto più aggressività nelle nostre azioni, però è chiaro che non ci possiamo più permettere di cominciare una partita così, perché eravamo 1-0 dietro subito all'inizio, perché non avevamo l'atteggiamento giusto. Questo non ci deve più succedere. Ja, und jetzt haben wir natürlich ein brutales Brett vor der Brust mit Lazio, die eine unglaubliche Qualität haben als Mannschaft, aber auch individuell. Ma adesso abbiamo una partita veramente difficile contro una squadra come la Lazio, che è fortissima anche come valore dei giocatori individuali. Und es geht einfach klar in das Spiel reinzugehen, wie wir spielen wollen, und das war jetzt also wenn ich es auf die 9 Spiele zurückbreche, dann waren es 2 Halbzeiten, die wir schlecht gespielt haben. Das war Venedig und das war jetzt die erste Halbzeit gegen Verona. Il mister dice che dobbiamo avere l'atteggiamento delle ultime partite, assolutamente, in questa partita di domani. Però ha detto ci sono stati in queste 9 partite 2 tempi, il primo tempo a Venezia e il primo tempo a Verona, che non avevamo l'atteggiamento giusto, che abbiamo giocato male. Und klar ist es natürlich dann schon wieder, Lazio muss das Spiel sicherlich auch gewinnen, hat auch den Druck, um oben dran zu bleiben. Wir haben den Druck, auch gewinnen zu müssen, um mehr oder weniger dann Punkte zu holen und okay, aufzuholen. Und das wird sicherlich ein interessantes Spiel. Und was ich aber sehen will, das ist mehr oder weniger, dass wir von der ersten Minute einfach so wachsam sind, dass wir den Gegner auch so bearbeiten, dass es wirklich, dass er von der ersten Minute an merkt, dass es verdammt schwierig sein wird, hier Punkte zu holen. Ha detto, è chiaro che la Lazio deve vincere per avere i 3 punti, per arrivare su, perché ha la pressione anche la Lazio, perché vuole arrivare sui posti internazionali sicuramente. Noi abbiamo la pressione perché chiaramente noi vogliamo cercare di raggiungere la salvezza. E chiaramente sarà una partita interessante, però il nostro atteggiamento deve essere come sempre, dobbiamo fare quello che sappiamo fare e sì, vedremo. Io volevo chiedere al mister se il problema del gol ormai, diciamo, per gli attaccanti destro, Yeboah, Ekuban, Piccoli, oltre a un problema, diciamo così, di qualità, eccetera, se secondo lui sta per
sta diventando un problema anche psicologico, cioè questo fatto di non segnare mai o di segnare pochissimo li sta condizionando, anche perché molti sono giovani. Er hat gesagt, dieses Problem, dass wir nicht so leichte also Tore machen, gerade bei unseren Spielern, er hat die ernannt, Piccoli, Ekuban und alle anderen ja auch, ist das dann ein Problem, der vielleicht auch psychologisch uns belastet, weil da sind auch sehr junge Spieler und könnte das ein Problem werden, dass uns und die jungen Spieler und die Mannschaft ein bisschen belastet? Das ist... Ja, es ist natürlich immer leichter, wenn man dann Dosenöffner hat, Dosenöffner in Form von Spielern, die einfach immer, immer dann auch treffen. Also wer hat die Spieler nicht gern? Also ich bin von unserer Qualität überzeugt, von den Stürmern. Dice che il mister è chiaro che bisogna avere sempre un apriscatole, intende dire che giocatori che vanno al gol, chi è che non li vuole nella sua squadra? Was hast du zum Schluss gesagt? Dosenöffner? Ja. Che lui è convinto sui nostri giocatori che hanno qualità. Und es geht jetzt darum, klar, jetzt Eko hat sein erstes Tor gemacht und es war wie für ihn für eine Erlösung und dann verletzt er sich gleich. Das sind natürlich dann auch immer so Nachrichten oder so Schwungphasen, die man hätte mitnehmen können, aber es ist dann halt schade. Und jetzt steht er wieder zur Verfügung und jetzt brennt er wieder auf den Einsatz. Ja? Und Piccoli war dann verletzt und brennt jetzt auf den Einsatz. Ja? Und Eko hat sich immer bemüht, hat sich auch Chancen herausgearbeitet, aber er ist halt 21 und das ist natürlich dann schon, wenn er jetzt schon 15, 20 Tore machen würde, dann würde er nicht in Genua spielen, dann wäre er beim Top Serie A Club. Von daher ist es natürlich auch damit geschuldet, Spielpraxis zu sammeln, Erfahrung zu sammeln und dann halt sich weiterzuentwickeln. Und wir geben ihm die Möglichkeit deswegen ist es aber trotzdem wichtig, dass wir als Team agieren. Und das, was mich ja trotzdem immer so positiv stimmt, ist, dass wir auch in der zweiten Halbzeit gegen Hellas dann auch unsere Torchancen uns herausgespielt haben. Und wie gesagt, Manolo hat im letzten Heimspiel getroffen und es muss jeder in die Bresche springen und jeder versuchen, dass er dann auch ein Tor schießen kann. Adesso ho parlato veramente lungo, però io traduco tutto. Allora ha detto che Eku ha segnato a Venezia e dunque quello poteva essere la scintilla per aprire a un ragazzo giovane, dargli fiducia e purtroppo dopo, subito su questa cosa, si è infortunato. Piccoli la stessa cosa, si è allenato e si è infortunato e dunque ha avuto un periodo che si è dovuto fermare. Eku si è sempre allenato bene, ha fatto sempre bene, si è allenato bene, adesso sta venendo. È chiaro che se Eku è un ragazzo giovane deve avere la fiducia, deve avere l'esperienza, tutto. È chiaro che se un giocatore come Eku farebbe 15-20 gol a stagione non sarebbe qui da noi, dice il mister, però sicuramente la speranza c'è. Però queste cose ci hanno sicuramente condizionano anche un po' i giovani, se hanno queste cose qui che segnano e si fermano per motivi di infortunio, è chiaro. Però ha detto alla fine che a Verona è stato contento perché a Verona abbiamo creato occasioni da gol in secondo tempo, anche le partite prima. E quello gli dà un senso positivo e una speranza che in ogni modo riusciremo a far gol. È chiaro che da quel lato lì, offensivo, far gol, dobbiamo migliorare, assolutamente chiaro. E stiamo lavorando ogni giorno, quello lo vogliamo fare con tutto il cuore, naturalmente. Ogni giorno. Ogni giorno. Grazie. Eccomi, mister. A proposito di questo, avete pensato anche a fare qualcosa di diverso a livello di disposizione in campo? Magari giocando con un trequartista e due punte, una cosa un po' differente, perdendo un po' di equilibrio, però provando a guadagnare in fase offensiva? Ja, der fragt, ob der Gedanke da war bei dir und beim Staff, bei allen, ob wir dann vielleicht was verändern mit einem trequartista.
bedeutet wahrscheinlich offensive Mittelfeldspieler und zwei Spitzen, dass du diese Gedanken gehabt hast, um vielleicht die Offensive zu... Nein, jetzt. Die Gedanken für die Zukunft, um was zu verändern. Natürlich verlierst du ein bisschen also ein bisschen defensiv, natürlich, wenn du so... Also ich glaube, wir haben im Spiel, während dem Spiel immer gut reagiert, also was das Taktische anbelangt, sei es jetzt gegen Torino oder jetzt auch zweite Halbzeit Hellas, da haben wir ja dann auf ein 4-3-3 umgestellt und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ich finde es einfach, die Struktur ist mir wichtig und dann im Spiel dann auch zu sehen, wie kann man adaptieren, welche Möglichkeiten hat man dann dementsprechend anzusetzen und ein Spiel dann auch in die richtige Richtung zu bringen. Und aber mir ist erstmal, dass die Mannschaft sich wohlfühlt in dieser Struktur und dann sieht man auch im Verlaufe des Spiels, was hat man für Handlungsmaßnahmen. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass man in den Momenten dann genau immer drauf guckt und dann auch die Möglichkeiten dann auch wahrnimmt. Allora il mister dice che molto importante è rimanere nella nostra struttura, che la squadra preferisce, gioca anche bene, che ha fatto bene. Però abbiamo visto contro il Torino, contro il Verona, che possiamo ben reagire anche dalla panchina e cambiare l'aspetto tattico. Per esempio abbiamo giocato a Verona nel finale con un 4-3-3 e questo per me è molto importante anche col Torino anche abbiamo dovuto cambiare per forza perché eravamo anche uno in meno a partire dal 35esimo con Leo che ha preso la carta rossa. Questo è importante per il mister di reagire, di poter reagire in qualche modo e dopo anche di cambiare la struttura se necessario. Das ist ja immer das Schöne, ein Spiel geht 90 Minuten und da kann man dann immer schön ein bisschen gucken, wie ergeben sich Situationen oder auch Möglichkeiten, wo man dann immer Handlungsmaßnahmen dann auch immer ins Auge fasst und Änderungen dann vielleicht auch gewissermaßen dann anbringt, wo dann so ein bisschen eine Veränderung herbeibringt. Und das ist für mich dann auch immer wichtig. È sempre importante per il mister. Perché la partita dura chiaramente 90 minuti, avere sempre la possibilità di reagire a situazioni in partita che necessitano veramente un cambiamento tattico di gioco, di giocatori. E questo per il mister è molto importante. Who's the next? Microfono. Sono tutti spenti. Microfono. Adesso ci siamo. Buonasera. Buonasera. Le chiedo perché Gerson non si è salvato, cosa che la fa rendere più ottimista in questo finale e invece la cosa che la più preoccupa per la salvezza del Genoa in finale. Grazie. Come? Cosa la rende ottimista e cosa la preoccupa? Also. Was gibt dir Optimismus und was macht dir Sorgen in diese restlichen Spiele der Meisterschaft? Ich habe keine Sorgen. Ich bin voll überzeugt von der Tatsache und ich lasse mich da jetzt durch eine Niederlage nicht aus der Ruhe bringen. Ja, natürlich werden es weniger Spiele, aber es ist, wir haben, glaube ich, bis dato gut performt und haben es geschafft, die Fans hinter uns zu bringen, dass die Jungs, dass die Spieler auf dem Platz auch selber daran glauben. Und daran müssen wir einfach weiterhin arbeiten. Ja? Und ich bin, wie gesagt, das sage ich jetzt auch nochmal nachdrücklich, von der Mannschaft überzeugt. Ich sehe sie jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Il mister dice che assolutamente non è preoccupato, lui è positivo perché ha visto quello che hanno fatto di performance la squadra le ultime partite e dunque lui vede anche il lavoro giornaliero sul campo, lui ha l'ottimismo assoluto e non preoccupa assolutamente nessuna cosa, è positivo e anche la squadra reagisce bene, col nostro modo di fare, di giocare, siamo riusciti a dare una soddisfazione ai tifosi che adesso sono proprio lì e aiutano la squadra anche, questo è importante per tutti quanti naturalmente, questa è una cosa positiva. Wir haben absolut die Qualität, die Liga zu halten, da bin ich felsenfest von überzeugt. Abbiamo assolutamente la qualità per rimanere in Serie A, sono convinto, però
aber es muss klar sein, dass es dafür nur einen Weg gibt und der ist von uns klar vorgegeben und nur so, denke ich, werden wir es auch schaffen und das heißt über eine absolut hundertprozentige, klare Einstellung und nur wenn wir das jedes Mal über 90 Minuten erreichen, haben wir auch die Chance gegen jeden dann auch zu gewinnen. Però è chiaro che assolutamente abbiamo bisogno tutte le partite di un atteggiamento al 100% e hanno loro i ragazzi anche la direzione che dobbiamo prendere per riuscire a salvarsi sì naturalmente. E questo lo sanno, è importante di fare 100% tutte le partite con l'atteggiamento giusto, con l'energia giusta per vincerle. Salve mister, le chiedo, stasera giocherà il Cagliari contro la Juventus e allora le chiedo appunto se è un bene scendere in campo conoscendo già il risultato della diretta concorrente, oppure parlava anche prima di pressione ovviamente per la salvezza, se questo può mettere un'ulteriore pressione a voi. Grazie. Er sagt, heute Abend spielt Cagliari gegen Juventus. Ist das ein Vorteil, Nachteil für uns? Ob wir das dann anschließend das Ergebnis wissen? Ist das ein Druck? Weil Cagliari ist ja unser direkter Konkurrent. Könnte es ein Druck werden für die Mannschaft morgen? Ja, also es ist immer schön, wenn man vorlegen kann, wenn man selber am Freitag immer spielt und dann sagt, ja, wir gewinnen das Spiel und lehnen uns dann zurück und gucken uns dann die anderen Spiele. Aber jetzt sind wir halt hier. Es ist immer letzten Endes, wenn du selber in einer Situation bist, wo du selber aktiv beeinflussen kannst, dann ist es immer eine schöne Situation und wir sind jetzt halt heute zum Zuschauen verdammt und haben aber trotzdem morgen unsere Aufgabe. Und, dice il mister che è sempre bello giocare il venerdì sera, magari anche vincere una partita, così hai quel vantaggio lì. Però è chiaro, questa è la situazione, oggi c'è l'altra partita, noi dobbiamo guardare perché giochiamo domani, però è sempre meglio vedere a noi stessi fare il risultato, noi stessi cercare di vincere le partite, perché solo noi possiamo influenzare la nostra strada giusta. Das ist deswegen unglaublich wichtig, dass wir uns, und das, da will ich ja euch nicht irgendwie was vorspielen oder sonst irgendwas, natürlich werden wir das Spiel heute Abend verfolgen, aber es ist trotzdem wichtig in den verbleibenden Spielen einfach sich extremst auf uns, auf unsere Leistung zu fokussieren und wenn die stimmt, dann werden wir die Punkte holen. È chiaro che stasera guarderò la partita, o guarderemo la partita. Però per il mister è molto importante le prossime partite, non guardare a destra e a sinistra le altre squadre, ma bensì guardare noi stessi, il modo di fare, il più punti possibile, perché questa è la cosa essenziale, non si può sempre stare a guardare gli altri sperando qualche cosa, no, no. Buonasera mister, volevo tornare un attimo all'avversario di domani, alla Lazio. C'è Immobile, che è un attaccante titolare nazionale molto importante e che segna molto spesso contro il Genoa. Lei ha già pensato come riuscire a blindare questo attaccante, a non cercare di limitare i danni per la difesa del Genoa? Grazie. Er hat eine Frage für das morgige Spiel natürlich. Du weißt, die haben einen hervorragenden Stürmer wie Immobile, der natürlich auch sehr gefährlich ist und sehr viele Tore macht. Und besonders gegen Genua hat er sehr viel getroffen. Hast du dir da Gedanken gemacht, wie man so einen Stürmer stoppen kann? Ja, es ist die Aufgabe. Wenn man solche Top-Stürmer natürlich hat, dann ist es nie eine Situation, wo man dann sagen kann, jetzt hat der Spieler X die Aufgabe, Immobilie komplett aus dem Spiel zu nehmen, sondern das ist dann schon die Aufgabe von der Mannschaft im Allgemeinen und das ist, wie gesagt, eine Mannschaft, die eine hohe Qualität auch an anderen Spielern hat, nicht nur vom Giro. Er ist ein klasse Stürmer, er bewegt sich viel, er ist ein Konterstürmer, der auch einen guten Tiefgang hat und gute Wege auch freizieht.
Von daher, solche Spieler kriegt man nur im Verbund mehr oder weniger in den Griff und das ist unsere Aufgabe, dass er dann gegen Genua mal leer ausgeht. È chiaro che so che un attaccante ottimo, ottimo assolutamente, ha le sue qualità nel gioco in profondità, è un contropiedista, si muove molto e dunque sarà difficile. Per quello non sarà il compito di un solo giocatore, ma bensì della nostra difesa, della nostra squadra, di compattezza insieme a difendere, perché la Lazio ha anche altri giocatori di ottima qualità naturalmente, noi lo sappiamo e dunque sarà un compito naturalmente difficile, però lo dobbiamo fare insieme, tutta la squadra nostra insieme. Buonasera mister. Perché domani, scusate, naturalmente cercheremo, no, ha ragione. Per me era chiaro che facendo così non fa gol domani, però il mister ha detto così non farà gol domani, se facciamo così. Das war klar für mich, dass er kein Tor macht, wenn wir so spielen. Ach so. Ja. Oh, okay. Wenn das für dich klar ist, dann ist es okay. Weil wir kompakt zusammen verteidigen. Gut. L'ultima domanda. Domani, dopo oltre due anni e mezzo, lo stadio Ferrari se torna al 100% della capienza. Lei ha già vissuto, ha capito cosa significa giocare al Ferraris per il Genoa, però domani che ambiente si aspetta? Perché dopo oltre due anni e mezzo non ci saranno, sarà la prima volta con così tanti tifosi, per forza di cose. Er sagte, morgen, nach zweieinhalb Jahren, wird vielleicht das erste Mal, dass das Stadion voll sein wird. Natürlich kennst du schon die Atmosphäre im Stadion, aber wird das für dich nochmal was Besonderes sein, wenn du diese Atmosphäre hast mit 100% der Zuschauerauslastung? Also es war ja die letzten Heimspiele, es war jedes Heimspiel für mich ein Highlight. Und jedes Mal, wenn ich in dieses Stadion reingehe und ich sehe unsere Fans, dann fährt es mir kalt den Rücken runter und dann bin ich wirklich geflasht von dem Anblick. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt noch mehr Zuschauer kommen, dann wird es wieder auf ein neues, ein unglaubliches Erlebnis sein. Und von daher noch mehr der Antrieb zu haben, dass wir den Zuschauern einfach ein gutes Spiel liefern. Mit dem positiven Ende für uns. Chiaro, sarà una motivazione assolutamente ancora più grande, ancora enorme per dare ancora di più, naturalmente che la squadra dia ancora di più, però io ho visto anche ogni volta che abbiamo avuto le partite in casa e sono entrato in questo stadio, è stato per me veramente una cosa fantastica vedere sti tifosi molto molto caldi che ci hanno aiutato e ho avuto i brividi oppure il freddo dietro la schiena, ha detto il mister in modo tedesco, schau im kalten Rücken, ne, hast du gesagt. Aber tedesco? Tedesco. Ja. Nee, das, schau, ich hab gesagt, das ist deutsch. Italienisch ist brividi. yeah. Sì, mi viene la pelle d'oca, qualcosa così. Genau das gleiche, yeah, genau. Yeah, è la stessa cosa. Die Haare stehen mir zu Berge. Che i capelli mi si addrizzano quando vedo un... Was gibt's noch? Was gibt's italienische Sprichwort dafür? Cosa c'è in italiano che si può dire? I brividi, no? I brividi, la pelle d'oca. Also, Gänsehaut, pelle d'oca, brividi, yeah. Sì. Sì, che è una cosa veramente molto bella vedere questi tifosi. Also das ist als ob man heimkommt ins Wohnzimmer und sich einfach sau wohl fühlt und das versuchen wir morgen wieder mit den Fans zu genießen. È come se entri nel salotto e ti senti comodo nel tuo salotto, cercheremo domani come si dice, godere di questa atmosfera eccezionale domani. Wohl wissend, dass es einen enormen Kampf und Aufwand von uns benötigt, um da das Spiel zu ziehen. Sapendo chiaramente che sarà molto dura e dovremo lavorare moltissimo per riuscire a fare qualcosa di positivo domani.